der nächste Beitrag kommt aus dem Hause hier. Und zwar wird uns Dr. Max Jeskulski vorstellen, das Digitalisierungsprojekt des Hessischen Personenstandsarchivs. Und sie ist hier im Hessischen Landesarchiv zuständig für die Betreuung des Personenstandsarchivs. Ja, danke, liebe Frau Fees, für die Vorstellung. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ich werde ein Projekt vorstellen, was heute Morgen auch schon das ein oder andere Mal angeklungen ist. Unser eigenes großes Digitalisierungsprojekt, die Digitalisierung der Bestände im Hessischen Personenstandsarchiv. Hier ist ein Name und auch ein Programm angeführt von Dr. Christian Reinhardt, der heute Nachmittag leider nicht da sein kann. Ich hoffe, ich kann ihn auch würdig vertreten, gerade was so die rechtlichen Sachen anbelangt. Ich würde die nächste Viertelstunde gerne beginnen mit ein paar ganz grundlegenden Eckdaten zum Personenstandsarchiv und zu den Personenstandsregistern. Das Personenstandsarchiv ist ein sehr junges Archiv, weil es erst nach der Novellierung des Personenstandsgesetzes im Jahr 2009 eingerichtet werden konnte. Vorher waren die Standesamtsregister dauerhaft im Standesamt aufzubewahren. Mit der Novelle des Personenstandsgesetzes wurden Fristen eingeführt, nach deren Ablauf die Registerbände an die Archive übergeben werden konnten. Das sind bei den Sterberegistern, ist das die sogenannte Fortführungsfrist, was bedeutet, dass die Bände dann nicht mehr aktuell gehalten werden müssen, die bei den Sterberegistern nach 30 Jahren erreicht ist, bei den Heiratsregistern nach 80 und bei den Geburtsregistern nach 110 Jahren. Das heißt, wir haben derzeit die Geburtsregister bis zum Jahr 1985 im Personenstandsarchiv, die Heiratsregister bis zum Jahr 1935 und die Geburtenregister bis zum Jahr 1905. Die Register bestehen oder die Standesämter wurden eingerichtet in Preußen zum 1. Oktober 1874 und dann im Deutschen Reich etwas später zum 1.1.1876, was für Hessen bedeutet, dass wir für den nördlichen Teil, da die Überlieferung früher beginnt, für den südhessischen Teil dann erst 1876. Die Personenstandsregister sind natürlich eine ganz zentrale Quelle für genealogische und biografische Forschung. Ich habe hier ein Beispiel aus Hanau in die PowerPoint-Präsentation eingearbeitet. Das ist der Geburtseintrag des Komponisten Paul Hindemith. Und da sehen Sie eben die Informationen, die man bei einem Geburtseintrag erwartet, die grundlegenden Angaben zu dem Kind, den Namen, wann es geboren ist, wer die Eltern sind. Und ja, hier sehen Sie eben, dass mit den Personenstandsregistern da eben eine Verbindung zu den Generationen davor besteht, dass man dort leichter nachforschen kann. Aber der große Vorteil von den Personenstandsregistern oder von den Standesämtern war einfach, dass hier zum ersten Mal eben konfessionsübergreifend eine Registerführung eingeführt worden ist, die eben alle erfasst hat. Ja, wir haben vorher eben die Kirchenbücher, wir haben die jüdischen Standesregister. Mit den Standesregistern wird dann wirklich jede Geburt, jede Heirat, jeder Sterbefall registriert. Das macht sie so wertvoll. Aber sie beginnen eben erst, sage ich jetzt mal, 1874. Und das ist für genealogische Forschung natürlich relativ jung. Also wenn ich das bei mir angucke, das ist so meine Urgroßelterngeneration. Das sind auch oft Daten, die man schon bei der Auswertung der eigenen Dokumente, die in der Familie sind, dann schon hat. Und es ist eben so, dass man eben auch diese frühere Überlieferung, die Vorläufer der Standesamtsregister, auch immer im Blick behalten muss. Und da wir als Personenstandsarchiv auch eben oft als erster Ansprechpartner im Hessischen Landesarchiv für solche genealogischen Fragestellungen wahrgenommen werden und eben auch oft E-Mails und Rechercheanfragen bei uns auf dem Tisch landen, wo es eben ums 18. Jahrhundert geht oder um Einwohnermeldedaten oder um die Auswanderer, haben wir uns überlegt, dass es ganz gut wäre, diese genealogisch relevanten Quellen einfach auch immer zu präsentieren, darüber zu reden, im Austausch zu sein, auch mit genealogischen Verbänden, das, was Frau Kluttich eben auch heute Morgen angeregt hat. Und wir machen das zum Beispiel, indem wir sogenannte Nutzerseminare durchführen, in Verbindung mit der örtlichen Volkshochschule, wo wir eben diese Quellen vorstellen und ganz neu eben auch eine Broschüre herausgegeben haben zur Familienforschung im Hessischen Landesarchiv. Will ich ein bisschen Werbung dafür machen, weil die wirklich ganz neu ist und natürlich auch auf dem Anmeldetisch ausliegt. Und ich bitte darum, beherzt zuzugreifen. Auf der anderen Seite sind die Personenstandsregister, wenn man sie als eine serielle Quelle begreift, aber auch meines Erachtens eine gute Quelle, um sozialhistorische Recherchen durchzuführen.
Ich habe hier ein Beispiel aus einem Heiratseintrag aus dem Standesamt Höchst am Main. Ein Heiratseintrag eines Fabrikarbeiters, der aus dem Kreis Saarbrücken stammt, der hier ein Dienstmädchen heiratet. Und wenige Jahre später wird dem Eintrag eben der Randvermerk beigeschrieben, dass die Ehe geschieden wurde, und diese Meldung kommt vom Amtsgericht in Metz. Das heißt, man kann natürlich diesen Eintrag als bloße genealogische Quelle begreifen, man kann aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel diesen ganzen Band des Jahres 1889 aus Höchst sich mal durchgucken würde, könnte man eben auch Fragen danach beantworten, wie die soziale Zusammensetzung der Industriearbeiterschaft war, wo die herstammten, welche Migrationswege die zum Teil hinter sich haben, wie das Heiratsverhalten ist, sozialer Aufstieg, sozialer Abstieg. Und dann ist es eben auch so, dass man zwischen 1938 und 1958 die Todesursachen in den Sterberegistern eingetragen hat, was natürlich gerade in dieser Kriegs- und Krisenzeit dann auch nochmal eine wertvolle zusätzliche Information ist, zur Sterblichkeit, zur Kindersterblichkeit, zu den Todesursachen und so weiter. Also einfach am Rande nur heute, aber doch ein Plädoyer, diese Register auch als Quelle über genealogische Recherchen hinaus ernst zu nehmen. Zum Digitalisierungsprojekt ist zu sagen, wir hatten uns relativ schnell, nachdem wir die Register ins Archiv übernommen haben, zum Ziel gesetzt, diese digital eben auch im Internet zu präsentieren. Und zu diesem Zweck haben wir eben in Zusammenarbeit mit Family Search zwischen 2011 und 2014 dieses Digitalisierungsprojekt realisiert. Wir hatten in Neustadt, in unserer Außenstelle, etwa 30 Kilometer von hier entfernt, hatten wir dann in diesem Zeitraum 3 Digitalisierungsstationen stehen, und an jeder dieser Digitalisierungsstationen hat es am Tag 2.500 Mal einen Klick gemacht. Das sehen Sie hier. Jedes Klick bedeutet, dass eine Doppelseite aufgenommen wurde. Die wurde direkt gesplittet in der Mitte. Das heißt, man hat an jeder Station 5.000 Images am Tag erstellt. An allen 3 Stationen zusammen also 15.000 Images. Und ja, dieses Digitalisierungsprojekt hat es uns ermöglicht, insgesamt dann etwa 10,5 Millionen Digitalisate von etwa 1400 Regalmetern bzw. etwa 125.000 Bänden im Internet zu präsentieren. Nach der Digitalisierung kam die Online-Stellung. Die betreiben wir über unser Online-Findbuch Akinsis. Und uns hat sich mit der Online-Stellung die Frage gestellt, wie wir mit schützenswerten Einträgen umgehen. Wenn man sich die Fortführungsfristen anschaut, die ich eben kurz skizziert habe, dann kann man sich eigentlich auf der sicheren Seite fühlen. Weil nämlich diese Fortführungsfristen 30 Jahre nach dem Sterbefall, 110 Jahre nach der Geburt, die längsten archivgesetzlichen Fristen für personenbezogenes Archivgut überschreiten. Und es wurde eben auch sehr schnell, nachdem die Register dann in die Archive gelangt sind, die Frage gestellt oder die Diskussion darüber geführt, wie können wir eine Benutzung gewährleisten, beauskunften wir nur daraus oder legen wir diese Bände vor. Und das Hessische Personenstandsarchiv hat sich dazu entschieden, nachdem natürlich jeder Benutzer einen Antrag stellen muss und eben auch eine Verpflichtungserklärung zur Wahrung schutzwürdiger Belange von Dritten unterzeichnet hat, diese Register vorzulegen, sodass jede Nutzerin, jeder Nutzer bei uns die Bände wirklich von vorne bis hinten durchblättern kann. Allerdings mussten wir dann bei der Online-Stellung da ein bisschen umdenken, eben weil es in den Personenstandsunterlagen auch Dritte gibt, deren personenbezogene Schutzfristen noch nicht abgelaufen sind. Ein Beispiel, das ist eine Vaterschaftsanerkennung aus einem Heiratsregister des Jahres 1928. Wir haben die Heiratsregister momentan bis zum Jahr 1935 archiviert, und in diesen Vaterschaftsanerkennungen kommt hier zum Beispiel jetzt ein Kind vor, was am 16. März 1927 in Marburg geboren wurde. Es ist mit dem Namen genannt, und das ist eben eine personenbezogene Information, die wir nicht einfach so ins Internet stellen können. Das heißt, wir schützen diesen Eintrag. Das sieht jetzt hier in der PowerPoint-Präsentation so aus, als würden wir wirklich nur die relevanten Informationen auf schwarz stellen. Das machen wir anders, da sage ich jetzt gleich noch was dazu.
Genau, ich sage eigentlich jetzt direkt schon was dazu, denn das ist die Ansicht, wie unsere Nutzerinnen und Nutzer sich im Internet die Unterlagen anschauen können. Über Akinsys wird man auf den DFG-Viewer geleitet, also das, was eben bei der Präsentation von Herrn Lustig auch schon gezeigt wurde. Und hier hat man eben eine erste Seite eines Heiratseintrages mit der Nennung der Braut und des Bräutigams. Und wenn man dann eine Seite weiterblättert, um auf die zweite Seite zu kommen, sieht man eben nicht diese Seite, sondern man sieht das Hessen-Logo und einen Hinweis darauf, dass diese Seite eben personenbezogene Daten enthält, die noch Schutzfristen unterliegen und dass man sich bitte mit uns in Verbindung setzen soll. Hinter dieser Präsentation im Internet über Akinsys steht eine Webanwendung, die es uns ermöglicht, die Geburten- und Heiratsregister auf diese Einträge hin durchzusehen. Die wurde entwickelt und konzipiert vom Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde. Stefan Aumann war da derjenige, der das umgesetzt hat und der morgen ja auch noch einen Vortrag halten wird. Und mithilfe dieser Webanwendung können wir uns die einzelnen Images durchsehen. Und immer dann, wenn wir eben etwas Verdächtiges sehen, ein Feld, wo die Vaterschaftsanerkennung ausgefüllt wird oder wo es eben Randvermerke gibt, dann schauen wir uns das genauer an und können dann hier in diesem Feld verschiedene Schutztypen auswählen. Ja, also ich habe das hier mal aufgeblättert. Es gibt zum Beispiel die Vaterschaftsanerkennung, die Geburt eines Kindes, das Adoptionsgeheimnis und so weiter. Und hinter jedem dieser Schutztypen, wie wir sie nennen, ist eine Frist hinterlegt. Und wenn ich jetzt hier in diesem Beispiel die Vaterschaftsanerkennung zu einem Kind habe, was am 9.05.1922 geboren wurde, dann gebe ich dieses Datum ein, wähle einen Schutztyp aus und dann wird eben automatisch die Frist errechnet, bis zu der dieser Eintrag im Internet eben mit diesem Hessen-Logo und dem Hinweis versehen werden muss. Das ist hier bei diesem Fall, ist das eben 100 Jahre drauf, der 9.05.2022 bis um 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Eine Sekunde später wird dieser Eintrag im Internet dann aber freigeschaltet. Das ist der große Vorteil an dieser Webanwendung, dass wir eben nichts damit zu tun haben, in regelmäßigen Abständen zu schauen, welche Fristen abgelaufen sind, sondern dass das eben ganz automatisch geht. Die Digitalisierung und die Online-Stellung ist das eine. Das ist ein Projekt, was wirklich von unseren Nutzerinnen und Nutzern sehr oft nachgefragt wird, wo wir sehr viel Feedback bekommen, wo wir wirklich sehr gelobt werden. Aber die zweite Frage, die sich dann meistens schon anschließt, ist natürlich die danach, wann denn diese Unterlagen indexiert werden. Denn man würde doch einfach gerne den Vornamen den Namen des Vorfahren eingeben und dann entsprechende Ergebnisse haben. Das sind Suchroutinen, die man mittlerweile einfach gewohnt ist von anderen Plattformen, von anderen Anbietern. Und insofern würde ich gerne meinen Beitrag schließen mit einem Ausblick auf den Beitrag von Herrn Dorfmeister nachher um 17 Uhr. Denn die Indexierung unserer Register ist eben jetzt ein Projekt, was im Moment läuft, was seit Ende 2015 durch die Firma Quidinus durchgeführt wird und was uns einfach dann ein sehr nachgefragtes Arbeitsinstrument zur Verfügung stellt, das die Recherchen deutlich erleichtern wird, weil wir einfach sehr oft auch E-Mails bekommen, wo jemand einen Vorfahren sucht, nennen wir ihn Wilhelm Müller, der irgendwann zwischen 1880 und 1890 im Odenwald geboren wurde. Ja, und wo wir bis jetzt immer sagen können, naja, aber wenn Sie jetzt hier sinnvolle genealogische Recherchen starten wollen, brauchen wir irgendwie einen Ort, wo wir ansetzen können. Sonst ist uns das einfach schwer möglich. Und in naher Zukunft werden wir diesen Wilhelm Müller einfach eingeben können. Und wenn wir dann 5 Wilhelm Müllers finden, die in Kassel, Darmstadt, Wiesbaden, Fulda und eben in Erbach geboren worden sind, dann können wir einfach die Suche viel besser einkreisen. So, aber das war es jetzt schon von meiner Seite und ich freue mich auf den weiteren Nachmittag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.